So, jetzt hat er. Okay, jetzt kommt was. Alles klar, jetzt hat er dich eingeschaltet. Gut. Gut, Olli, du kannst Kommandos geben. Moment, ja, kann ich. Ich habe jetzt dieses komische Ding da in der Mitte, aber egal. Okay. César? Oxon? Mokso Yami, Senseni, Re. Gut, ich übergebe an Steffi für die Gymnastik und dann geht es nach Plan weiter mit Olli und mir. Ich weiß nicht, seht ihr mich jetzt alle groß? Ja, wahrscheinlich ja. Okay, alles klar. Los. Und wir lockern einmal. 10 Minuten haben wir. Ja. Und mal seitlich hochschwingen, immer den hinteren Fuß rausstrecken, ein bisschen in die Rückenspannung gehen. Und die Knie kreisen von innen nach außen. Steffi, du musst, glaube ich, deinen Ton einschalten, weil ich habe alle ausgeschaltet und konnte das nicht verändern. Wieder da. Jo. Okay, und locker schnappen, Maigeri. Und seitlich Okubiri, Kiage. Und nach hinten Oshirogeri. Alles ganz locker. Okay, wir gehen in die Grätsche und machen hier Saturday Night Fever, nennen wir das bei uns immer. Linke Ellbogen zum rechten Knie, wieder in die Überspannung gehen. Also schön weit strecken den Arm, wer möchte, dreht oben immer noch die Hand mit, also rausdrehen, nach vorne eindrehen. Ja? Und das mit ein bisschen Tempo und los geht's. Schön zusammenziehen vorne. Und die andere Seite. Hintern spannen. Arme oben drehen. Ganz strecken den Arm. Und anfersen. Und wir machen Hampelmänner. Wer nicht hüpfen kann, macht immer so einen seitlichen Ausfallschritt. Manche können ja nicht hüpfen, entweder der Gelenke wegen oder weil unten drunter jemand wohnt. Okay, next ist Speed Skater. Das heißt, ihr macht einen Ausfallschritt zur Seite, beugt den Oberkörper und setzt den Fuß hinten quer rüber. Ja? So, die Arme gehen wechselseitig mit. So, diese Bewegung ist das. Genau. So, das heißt, den hinteren Fuß nicht zum Abstützen nehmen. Ruhig ein bisschen vorne balancieren. Tiefenmuskulatur arbeitet. Große Gegenbewegung. Stellt euch vor, ihr geht online skaten. Inline skaten. Na, jetzt geht man ja gerade online. Okay. Kleine Trippelschritte, Knie gehen hoch, Arme gehen ein bisschen mit. Die macht ihr jetzt gleich auf Tempo, nach 10, macht den Hüpfer nach vorne,
Nochmal 10. Hüpfer nach hinten. Das bis Yummy. Und los geht's. Und Yummy. Und ein bisschen lockern. So, die Pumpe durfte jetzt allen so ein bisschen gehen. Und wir strecken uns zu einer Seite und machen uns lang ausatmen. Wechsel, einatmen. Immer im Wechsel, oben einatmen, zur Seite ausatmen. Nicht wippen, sondern gleichmäßig ziehen. In die Spannung reinziehen. Und wenn ihr fertig mit Atmen seid, dann die Seite wechseln. Okay, Kibarachi oder Shikodachi, die Füße zeigen leicht nach außen. So. Und ihr geht runter, streckt den Po nach hinten. Und jetzt gehen die Arme nach vorne. Und halten. Schön gerade Rücken, dass man ein Tablett drauf abstellen könnte. Hände auf die Knie. Und in dieser Position Katzenbuckel und wieder in die Gerade. Beim Katzenbuckel den Kopf anziehen. Und in die Gerade. Wieder ausatmen. Bei der Geraden einatmen. Ein paar Mal im Wechsel, selbstständig. Okay, Senko Tsudachi. Ferse hinten hoch und wir gehen langsam runter. Bein ist gestreckt hinten. Und die andere Seite. Ferse hoch, ganz gerade die Hüfte, langsam runtergehen. In die Spannung rein, hintere Beine ist gestreckt. Und nochmal wechseln. So, jetzt die Hand vorne absetzen. Hüfte hängen lassen, hintere Bein ist nach wie vor gestreckt. Und die andere Seite. Okay, einmal vorne eine Ferse aufsetzen und die Rückseite dehnen. Und wechseln. Und nochmal wechseln. Wechseln. Gerade hinstellen, ein Knie vorne hochziehen und zur Seite führen. Fuß ist angezogen, aber zeigt noch nach unten. Und ab, nach vorne, zurück, absetzen. Anderes Bein, nach außen, Standbein gebeugt, schön balancieren, zurück und ab. Wieder wechseln, vor, zur Seite, jetzt kippen. Zum Awashigiri, machen wir dann gleich. Zurück, nach vorne, ab, andere Seite. Vor ist immer der gleiche Rhythmus, wir bauen nur noch was dran. Und seitlich hoch. Fuß wieder runter, nach vorne und ab. So, noch einen drauf. Vor, zur Seite, kippen. Und jetzt geht noch die Hüfte nach vorne. Und zurück. Fuß runter, nach vorne. Ab. Andere Seite. Vor, zur Seite. Kippen. Hüfte vor. Da bin ich auch wackelig. Zurück. Also schräg, gerade, vor und ab. Und die Hüfte locker. Ein Fuß legt sich vorne quer aufs Standbein, oberhalb des Knies. Das Knie drückt Richtung Boden runter. Und ihr schiebt den Po nach hinten und geht mit dem Oberkörper runter. Schön gebeugt lassen das Standbein. Und lösen, andere Seite.
und Wechsel. Es kommen die Arme dazu. Wir gehen nach vorne, Oberarme neben den Ohren, Rücken ist gerade und die Arme machen sich lang. Und wechsel. Super Übung für den Rücken, vor allem für den unteren Bereich des Rückens und für den Hintern. Und lösen. So, wir machen ja gleich Fotostimbio-Kombination, ne? Deswegen machen wir nochmal die Arme warm. Wärme auch. Und andersrum. Die Arme gehen nach oben. Ich stelle mich mal ein bisschen tiefer. Ihr könnt so stehen bleiben oder geht auch in Kibarachi. Oben die Arme sind ausgedreht. Nach vorne schließen, eindrehen. Nach oben raus. Vorne eindrehen. Möglichst spät drehen. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Ellbogen eng. Rock. Das ist die Position. So, Buke. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Oben kurz halten. Sitch. Hatch. Ku. Ju. Und locker. Hände auf die Schultern und die Ellbogen kreisen. Okay, ich gebe dir noch eine Minute. Und locker ausschwingen. Ich bin gleich fertig. Ich höre dich gar nicht. Was, Dieter? Alles klar. Ach so, warte mal. Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet. Oder nee? Nee, ist schon an, aber es ist bei mir ganz leise. Ich bin auch fertig sozusagen. Ja, okay. Dann übergebe ich an Olli für die... So, jetzt ist Olli dran. Ich muss irgendwas am Ton machen. Irgendwie höre ich dich nicht. So, ich hoffe, ihr hört jetzt. Hört ihr mich? Daumen hoch oder runter? Monika nickt, wenigstens etwas. Okay. Also, wir haben heute vor Fudo-Shinryu-Kombination der Weiß- und Gelbgurte und dann Fudo-Shinryu-Kombination 2 der Orange-Grün-Gurte. Wir machen ein paar Vorübungen, ja, bevor wir mit der eigentlichen Kombination anfangen. Wir stellen uns den lockeren Kibarachi, linke Faust nach vorne. Okay, jetzt machen wir in Zeitlupe, ohne Spannung, einfach nur Zuki. Und wichtig dabei, schön eng am Körper führen und spät drehen, ja. Okay, die Mikolaschs kommen auch mit. Hört ihr mich? Alles gut? Alles klar. Jetzt Kibarachi, linke Faust nach vorne. Itch, langsam ohne Spannung. Ni, langsam ohne Spannung. San, Che. Susanne, du schlägst für mich zu hoch, weil das schaut von mir aus, als würdest du nach oben schlagen. Schön, Chudan Zuki, ja, auf eure eigene Mitte. Go, rock, sitch, hatch, ku, you. Okay, schaut kurz her. Jetzt machen wir die Bewegung etwas anders. Wir starten langsam und beschleunigen dann zum Schluss und drehen ein, ja, und atmen dabei, ja. Aber wir starten immer langsam. Itch. San, Che, Go, Rock, Sitch, Hatch, Go, You. Okay, jetzt lockerer, flüssiger Zuki, ja, mit Spannung am Ende. Itch, ne, san, go, rock, sitch, hatch, ke, you. Okay, und locker. Gut. Wir fangen an mit der ersten Technik der Fudo-Shinryu-Kombination. Einfach. Oizuki Chudan, ja. Da wir ja alle nicht so richtig viel Platz haben, machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir gehen rückwärts, rechts zurück, jeder in Bereich, ja. Und von hier gehen wir vorwärts Chudan Zuki, ja. Dann gehen wir wieder in Shizentai,
also in diese Stellung, ja, dann gehen wir links zurück in die Landerei. Zweite Technik, ja, so bewegen wir uns nie weiter nach vorne oder nach hinten. Okay, joi. Rechts zurück, geh Landerei. Okay, auf mein Kommando, vorwärts gehen, Chudan Zuki. Etsch. Okay, wieder zurück, selbstständig in Shizentai und selbstständig links zurück in Gilanbai. Das macht ihr jetzt ohne Kommando. Ich gebe das Kommando, das ist immer nur die Technik. Nee. San. Und links zurück. Shi. Go. Rock. Selbstständig zurück. Wieder gehen an drei. Sitch. Wieder zurück. Ich schaue euch eure Videos an. Hatsch. Okay. Ulrich, du musst mal gucken, dass du beim Genanderei, aus meiner Perspektive schaut das so aus, als würdest du die Schulter ganz zurücknehmen. Ja? Damit überdrehst du aber eigentlich. Die Schulter, wenn du die Hüfte auf 45 Grad hast, ja, ist die Schulter eigentlich auf der gleichen Linie wie deine Hüfte. Das bedeutet aber, man sieht deine Schulter, aber sie ist auf keinen Fall da hinten. Ja? Guck mal auf mein Bild. Ja, bei dir schaut das so aus. Also ein bisschen tiefer, ja. Und dann schleuderst du und dadurch schleuderst du ein bisschen. Ja. Ja? Wenn du aber die Schulter schon hier hast, ja, dann kannst du eng am Körper stoßen. Okay? Und bei den anderen, Susanne und Moni, schaut bei euch ein bisschen so aus, als wäre es ein Tick zu hoch für Chudan. Achtet wirklich darauf, das kann aber Kameraperspektive sein, dass ihr wirklich in die Körpermitte, in eure eigene Körpermitte schlagt. Okay. Nächste Technik, rückwärts gehen, Agukigyakusuki. Ja? Wir machen das rechts zurück. Eins, zwei. So, und dann, damit das Ganze, sage ich mal, jetzt nicht immer unterbrochen wird, gehen wir danach einen Schritt vor. Agurke, Gyakusuki. Und wieder zurück. Agurke, Gyakusuki. Auf Kommando dann, ja? Wir machen es am Anfang so, dass der Agurke und der Gyakusuki einzelne Kommandos sind. Und danach machen wir es dann auf ein Kommando. Okay, joi. Rechts zurück. Geht an der Reihe. Kamaite. Vorwärts gehen, Agurke, Gyakusuki, auf zwei Kommandos. Etsch. Nee. Okay, jetzt achtet darauf, dass ihr, das ist jetzt für die Orange- und Grüngurte, dass ihr jetzt vor dem Losgehen den Armwechsel macht, um dann vernünftig zurückzugehen. Ja? Da steht ja jetzt Gyaku vorne. Okay, wieder zwei Kommandos. Etsch. Nee. Genau. Das gleiche Spiel. Etsch. Nee. Etsch. Nee. Okay, jetzt ein Kommando. Also ein Kommando ist Agiuke und Yakuzuki. Etsch. Nee. San. She. Go. Rock. Sit. Touch. Curb. You. Erschreckt ruhig ein bisschen eure Nachbarn. Yame. Macht auch mal den einen oder anderen Kiai. Okay. So, jetzt machen wir die komplette Kombination. Weil der zweite Teil, beziehungsweise der dritte Teil, den kann man einzeln etwas schwierig trainieren. Das machen wir jetzt aus der Übung raus. Ich mache es einmal vor, und zwar seitlich. Ja? Also Kudo Shin Ryu Kombination 1. Vorwärts gehen.
Oizuki Chuda. Ja? Von da rückwärts gehen, Aguki Yakuzuki. Okay, jetzt habt ihr die Faust vorne, die Hüfte vorne. Von hier am Bett stehen, Maigiri Yakuzuki. Ja? Fortgeschrittenen, achten bitte darauf, absetzen des Fußes und Yakuzuki gleichzeitig. Ja? Also Hand und Fuß müssen gleichzeitig fertig werden. Uli und so weiter. Okay. Joi. Rechts zurück, geht an drei, Kamaite. Okay. Wir machen es auf drei Kommandos. Erste Kommando Oizuki Chudan, zweites Kommando Aguki Yakuzuki, drittes Kommando Maigiri Yakuzuki. H. Ne. Sa. Okay. Ein Schritt zurück. Und geht an drei. H. Ne. San. Und wieder einen Schritt zurück. Das macht er selbstständig. Ja? Er geht dann immer einen Schritt zurück in Gedanken. Okay, ein Kommando. Alle drei Techniken bzw. Kombinationen. Etsch. Okay, Schritt zurück. Nee. Okay, schaut noch mal ganz kurz her, bitte. Was ganz wichtig ist, ja, wenn ihr, wenn ihr nach dem Aguki Yakuzuki steht, ja, und ihr macht Maigiri, müsst ihr den Maigiri schnappen. Ihr dürft nicht nach vorne runterfallen. Also ihr sollt nicht das machen. Da ist keine aktive Rückzugsbewegung drin und eigentlich habt ihr euer Gleichgewicht aufgegeben. Ja? Theoretisch müsst ihr jederzeit in der Lage sein, das zu machen. Ja, also die Bewegung aufzugeben. Ja? Wenn ihr darauf disponiert seid, klack, runterzufallen, schlecht. Okay? Das bedeutet, achtet mal wirklich darauf, wenn ihr tretet, dass ihr merkt, ich habe die Stabilität, das Gleichgewicht, dass ich nicht nach vorne umfallen. Okay, wir üben das mal kurz. Stellen es alle rechts zurück, Yakuzuki. Wir treten Maigiri, dann bleiben wir mit dem zurückgeschnappten Maigiri stehen, so wie ich das gerade vorgemacht habe. Und dann fahren wir mit Yakuzuki ab. Okay. Hetsch. Nee. Fünfmal die eine Seite, fünfmal die andere. Ein Kommando. Nein, zwei Kommandos nach wie vor. Etsch. Nee. So, nicht auf mich gucken, ich gucke euch jetzt an. Zurück. Schaut Frank an. Etsch. Ja, merkst du, Uli, dass du dein Gleichgewicht nicht vernünftig hältst? Nee. Also, Uli, dieses Rumhüpfen, ja? Das kaschierst du dann, wenn du die Technik machst, indem du einfach vorne runterfällst und absetzt. Ja? Das musst du lernen. Du musst lernen, die Körperspannung aufzubauen. Nach dem Schnappen Gleichgewicht halten, absetzen. Okay? Das ist ein gutes Beispiel gewesen. Müsst ihr mal hinschauen in der Galerieansicht. Ja? Weil es einfach genau das zeigt, was ich euch eben zeigen will. Okay, rechts, links zurück jetzt, bitte. Linker Arm, Yakuzuki, andere Seite. Okay, wir machen es auch hier auf zwei Kommandos. Etsch. Nee. Und wieder zurück. Hetsch. Nee. Jetzt habe ich selber gemogelt. Ne? Habt ihr es gesehen? Wahnsinn, unfassbar. Okay. Hetsch. Nee. Und zurück. Den Arm vor. Die Mikolaschs. Arm vor. Yakuzuki, genau. Etsch. Nee. Ja, besser. Okay. Yame. Muss mal gucken. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
alles klar. Also wir setzen das jetzt zusammen, okay? Das heißt, wir machen nochmal die komplette Kombination. Aber wichtig ist mir dabei, dass ihr wirklich in drei Segmenten denkt. Ja? Tsuki. Ah, Gukyo Yakusuki. Maieri Yakusuki. Ja? Drei Kimi-Punkte. Okay, rechts zurück, geht am Wahl. Okay, vorwärts gehen, äußere die Chuda an. Rückwärts. Ne. Und jetzt achtet wirklich auf diese Maieri-Bewegung und das Absetzen. Zahn. Okay. Zurück in jeder Reihe. Wir machen es dreimal auf der Seite, dreimal auf der anderen Seite. Hetsch. Nee. Zahn. Zurück. Geh dann drei. Hetsch. Nee. Zahn. Und yummy. Okay, links zurück. Geh dann bereit, Kamaite. Okay. Wir fangen wieder mit drei Kommandos an. Etsch. Nee. Zahn. Und wieder zurück. Etsch. Nee. San. Und wieder zurück. Okay. Einmal mit einem Kommando. Schön rhythmisch bleiben. Ich. Okay. Yummy. Kurz durchschnaufen. Gut, wir machen das jetzt mal als Drill. Ja? Das heißt, wir starten in Shisentai, ja, auf mein Kommando, rückwärts. Und dann einfach nur flüssig die Kombination durch. Jetzt gar nicht so sehr auf Kimi achten, sondern wirklich einfach flüssig arbeiten, damit der Ablauf einfach in euch reinkommt. Okay, und zwar, wir machen die Kombination. Und dann werden wir in der Kombination, Moment mal ganz kurz, schnell schauen, 1, 2, 3, 4, 5, stehen wir so da. Ja? Dann zieht ihr den rechten Fuß zurück und setzt den linken weg. Und wir machen das Ganze eben mit der anderen Seite. Okay, Joi. Olli, du denkst dran, dass du auch noch die Fudoshin-Ryu-Kombination 2 hast. Du hast jetzt nur noch 10 Minuten. Alles klar. Okay. Gut, machen wir die nur kurz und dann machen wir Fudoshin-Ryu-Kombination 2. Wobei du die ja nachher auch nochmal machst. Laut Ausschreibung. Aber egal, kriegen wir hin. Okay. Okay, Joi. Rechts zurück, geht dann bereit. Komm mal hin. Okay, flüssig. Hajime. Und yummy. Okay, ihr habt gehört, Sensei hat gesagt, wir fangen mal mit der Fudoshin-Ryu-Kombination 2 an. Okay, im Gegensatz, ich mache es hier einmal vor, zur 1er steigert sich das jetzt allmählich. Ja? Das heißt, da wo wir vorhin den äußeren Chudan gemacht haben, machen wir jetzt einen Sanbonzuki. Ja? Ihr kennt Sanbonzuki. 1, Chudan-Zuki. Ja, wichtig ist dabei, Schulter hinten halten. Entschuldigung, Hüfte schließen, also Hüfte gerade. Ja, und dann trotzdem 2 Yakusuki, 3 Shokusuki. Okay, also Sanbonzuki ist die erste Technik. Dann rückwärts gehen, Shouke. Wechsel in den Kokutsudachi. Ja, von hier umsetzen in den Senkutsudachi, Yakunukite. Der dritte Teil wird dann tatsächlich deutlich schwerer. Ja, denn von hier Marashigiri. Im Absetzen Yakusuki geschnappt. Marashigiri.
Ich schnappe da die Akkusrichtung mit Hikiti und allem drum und dran. Das ist schon für Orangen-Grün-Gürtel wirklich eine Challenge. Aber da könnt ihr eben zeigen, was ihr gelernt habt. Wir üben das einfach. Okay, anfangen, Sambo und Zuki. Okay, links, rechts zurück in der Reihe. Kamaite. Zwei Kommandos. Jōdan-Tsuki ist der erste Kommando. Zweites Kommando sind die beiden Chūdan-Tsukis. Itch. Ni. Okay. Zurück. Itch. Ni. Zurück. Itch. Ni. Zurück. Wir wechseln die Auslage. Links zurück. Etsch. Ne. Zurück. Etsch. Ne. Und zurück. Ein letztes Mal. Etsch. Ne. Okay, und ja. Soweit ja nichts Unbekanntes. Das ist noch der leichteste Teil. Wir üben jetzt als nächstes Stouke Mukite. Ja? Und zwar, wenn wir hier rechts zurück starten, ja, geht man ein Stück nach vorne, also geht nach links vorne, also rückwärts. Stouke, ja, Mukite. Okay, dann ziehen wir den linken Fuß wieder vor und eine andere Seite, sodass wir über den Wechsel arbeiten. Okay? Also. Links vorne geht an der Reihe Kamaite. Okay, rückwärts gehen, Stouke. So, jetzt achtet mal darauf, dass ihr das Gewicht hinten habt und der Fuß euch hinten gut abstützt. Okay, und jetzt das hintere Bein strecken mit dem zweiten Kommando Yakunukite. Nee. Okay, hinten Fuß ranziehen. Wir setzen Olli, man sieht deine Füße nicht. Oh. Jo. Sorry, ich hatte mein eigenes Kamerabild kontrolliert. Okay, rechter Fuß ist vorne, geht an der Reihe. Rückwärts, Stouke. Ja, immer, wenn ihr das gemacht habt, prüft ihr bitte, ob hier hinten ihr tatsächlich Druck auf der Fußaußenkante habt und ob das Knie außen ist oder innen ist. Ja, also so. Okay, von hier Druck auf der Ferse. Senko Tsudachi, Yakunukite. Nee. Schaut mal ganz kurz hin, jetzt seht ihr meine Füße. Das alles Entscheidende bei dieser Kombination ist, dass ihr wehrt ab, ihr geht nach hinten in eine defensive Position. Ja? Und das Brillante an dieser Kombination ist, jetzt müsst ihr nur den Druck auf die Ferse ausüben, umsetzen, um von hier reinzugehen mit Mukite. Das heißt, ihr habt eine Dynamik nach vorne. Wenn ihr das sauber macht, Gewicht hinten, Gewicht vorne, über die Streckung des hinteren Beines, ja, dann fühlt sich das super an. Das ist eine richtig gute Technik. Ja, das müsst ihr spüren, ja, dass ihr wirklich merkt, weil wenn ihr jetzt hier zum Beispiel keinen Druck hinten habt auf der Fußaußenkante, ja, dann habt ihr auch keinen Schub nach vorne, weil was soll denn jetzt noch kommen? Also wenn ihr so da steht, ja, und versucht jetzt stark Yakunukite zu machen, das geht kaum, ja. Das ist nichts. Aber wenn ihr hier hinten steht, ja, wirklich hinten Spannung habt und dann, ja, könnt ihr richtig rein. Das üben wir jetzt. Auf jeder Seite fünfmal, macht das bitte selbstständig, ja. Stellt euch mal hin, Stouke, und von hier nur Nukite. Und versucht mal wirklich Dynamik zu erzeugen. Selbstständig, Hashimi. Okay. Okay, Yami, schaut mal bitte ganz kurz her. Uli, das geht jetzt in deine Richtung, aber ich sehe bei den anderen auch die Füße nicht. Es gibt einen gern gemachten Fehler bei dieser Kombination und der ist meines Erachtens elementar. Ja? Wenn ihr in Kokutsudachi steht, also ihr seht meine Füße, ja, also es ist ganz wichtig,
dass ihr in der Umsetzbewegung nicht die Ferse nach hinten rausdreht. Ja? Das passiert euch manchmal. Ihr müsst wirklich merken, wie ihr hier Kontakt mit der Ferse aufnehmt und hier eindreht. Ja? Das heißt, die Position der Ferse verändert sich auf gar keinen Fall nach hinten, schon mal dreimal nicht. Wenn ihr einen Tick nach vorne gezogen werdet durch die Dynamik, maybe, ja? Aber auf gar keinen Fall ist es das hier. Ja? Das fühlt sich vielleicht auch nett an, aber ihr dreht die Ferse nach hinten raus. Ja? Das ist tatsächlich ein elementarer Fehler. Ja? Ihr müsst es schaffen, von hier hinten Druck auf der Fußaußenkante nach vorne, ja, ohne dass ihr dabei auch nur einen Millimeter Raum aufgebt. Okay, Sätze, 4 Minuten habe ich noch, oder? Ja, 4 offiziell, aber mach mal, ich stopp dich dann. 4 offiziell. Alles klar. Und aber 2-3 Minuten länger ist kein Problem. Alles klar. Gut. Also, das habt ihr jetzt bitte, das müsst ihr dann selber nochmal üben. Also, das können wir in der kurzen Zeit jetzt nicht ausreichend üben. Achtet darauf. Okay, jetzt gehen dritten Part. Der dritte Part ist fast noch schwerer. Okay, warum? Ich zeige euch das. Wir stehen jetzt da mit Yakunugite. So, jetzt hinteres Bein Mawashigiri. Ist noch okay. Ja? Also ihr geht hier in Kamai, ja, und tretet Mawashigiri. Aber jetzt müsst ihr auch hier wieder das Gleichgewicht halten. Ja? Wenn ihr Folgendes macht, ist es durch. Ja? Wunderfall. Dann habt ihr keine Chancen geschnappt, Yakusuki und Hand und Fuß gleichzeitig und Wirkung zu erzielen. Das funktioniert einfach nicht. Okay? Das heißt, ihr müsst lernen, wenn ihr den Mawashigiri macht, wieder euer Gleichgewicht zu finden und dann erst abzusetzen. Also, Mawashigiri und dann ein. Ja? Und in dieser Streckbewegung ist wichtig, dass auch Hikite mit ausgeführt wird. Einer meiner liebsten Fehler ist mein Arm vorne lassen. Ja? Und nur schlage. Ja? Das ist zu schwach. Okay, wir üben das. Also, alle stehen rechts hinten, also links vorne, rechts hinten. Nukite. Okay, die erste Bewegung ist Mawashigiri im Stand. Und wie vorhin beim Maigiri bleiben wir so stehen. Ich. Okay, guck mal, ob euer Gleichgewicht passt. Und jetzt im Absetzen. Weg. Der langsamen Form kann es sein, dass Hand und Fuß nicht ganz zusammenkommen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist mir, dass ihr nicht nach vorne umfallt. Nochmal. Stehen Nukite. Itch. Nee. Nochmal. Itch. Nee. Okay, wir wechseln mal die Seite. Rechts vorne. Linker Arm Nukite. Linkes Eintritt Mawashigiri. Jetzt. Nee. Zurück. Jetzt. Nee. Ulrich, bei dir sind das zu viele geschwungene Bewegungen. Ja? Nochmal zurück. Itch. Nee. Okay. Jetzt machen wir es auf ein Kommando. Ja? Rechts zurück. Rechter Arm im Yakunugite. Itch. Wieder zurück. Nee. Gut, ein letztes Mal. San. Okay, wir wechseln die Auslage noch einmal. Links zurück. Linke Arm Nukite. Itch. Nee. Und ein letztes Mal. San. Und Yami. Okay. Ja, danke schön, Olli. Ihr habt 1 Minute, 1,5 Minuten Pause, was zu trinken. Und dann geht es mit mir weiter.
Gut, so langsam wieder einfinden. Ihr denkt dran, wenn ihr irgendwie während des Vormachens, während des Erklärens Fragen habt, müsst ihr euer Mikrofon lautstellen. Ich höre euch dann ja, dann kann ich darauf eingehen. Also wir wollen Maigiri und Mawashigiri so ein bisschen biomechanisch zerlegen und üben. Das Schöne ist, dass Olli ja im Grunde genommen schon wesentliche Details beim Mai und beim Mawashigiri bereits gesagt hat. Jetzt geht es nur noch mal darum, das zu verstärken und ein paar Mal zu üben und dann nachher einzubauen. Okay, wenn wir den Maigiri üben wollen, dann müssen wir vor allen Dingen die Vorstellung wecken. Was ist der Maigiri? Also die ideale Vorstellung ist, von meinem Fuß bis zu dem Bauch zieht ihr eine Linie, eine Schnur. Und der Fuß muss jetzt auf der Linie der Schnur in den Bauch gehen. Das heißt, wenn der Fuß unter die Linie geht, dann geht er anschließend nach oben. Wenn der Fuß über die Linie geht, dann geht er nach unten. Und nur wenn ich von dem Fuß bis in den Bauch hinein auf einer Linie gehe, dann kann ich den optimalen Weg in den Bauch hineinfinden. Wir üben das, indem ihr euch an der Wand festhaltet. Ich habe hier keine Wand, das sind alles nur Vorhänge. Deswegen habe ich mir einen Stock geholt oder ein Schwert. Das heißt, ich kann mich hier stabilisieren. Also es geht darum, dass ich jetzt wirklich ohne zu schwanken auf diesem Weg vorgehe und wieder zurückgehe. Da rein und zurück. Wenn wir das im Training mit Partner üben, nehmen wir in der Regel einen Bauch. Ihr hört, ihr spürt ganz genau, ob der Fuß richtig einschlägt oder ob er am Bauch nach oben geht, ob er in den Bauch reindrückt. Und wenn ihr diese Bewegung 10-mal macht, nützt das gar nichts. Wenn er sie 100-mal macht, dann fängt sie an, sich zu stabilisieren. Und erst ab 1000-mal, also immer wieder diese Bewegung. Natürlich nicht 1000-mal an einem Tag, aber 1000-mal bis zum nächsten Kilogramm und so weiter. Also, wir machen das jetzt mal. Ich gehe an den Bildschirm, gucke mir das an, um korrigieren zu können. Ich gucke mal, ich glaube, Olli macht mit. Dann setze ich Olli ins Spotlight. Dann könnt ihr bei Olli zugucken, ob er das richtig macht, denn er macht es sehr schön. Also, wo ist mein Olli? Olli ist verschwunden. Galerie, da ist der Olli. So, den machen wir jetzt im Video hinzufügen. So, jetzt habt ihr Olli auch. Also, ihr steht mit dem linken Fuß vorne. Aufgabe ist es zu treten und hinten wieder abzusetzen. Ob ihr das jetzt frei macht, so wie Olli, oder ob ihr da euch an der Wand festhaltet, ist egal. Wichtig ist, dass ihr wirklich ein gutes Bewegungsgefühl habt, ohne zu wackeln. Also einmal itch. Ja, nicht Kamai machen zwischendurch, sondern bleibt mit der Hand an der Wand oder bleibt im Kamai, aber nicht wechseln. Nee. Dann. Ja, Steffi, du kannst ruhig deinen Ball treffen, das fände ich gut. Che. Ja, der Fuß geht bei dir am Ende am Ball nach oben. Und er sollte ja gegen den Ball gehen. Rück. Wichtig für eine gute Qualität ist auch, dass ihr nach dem Tritt eine Pause am Bein, an Knie macht und nicht eben, was Olli schon in der Kombination sagt, wenn ich runterfallt, weder nach vorne noch nach hinten. Nee. Patsch, Pause, absetzen. Bei der Pause muss natürlich die Zehen, der Fuß nach oben gezogen werden, darf nicht nach unten hängen. Okay, stoßt mal einfach 5-mal hintereinander. Hajime. Ulrich, die Zehen höher halten nach dem Tritt. Gut. Okay, wir wechseln das Bein, rechtes Bein vorne mit links. Auch 5-mal. Hajime. Okay,
Bei Steffi ist das Problem, dass du in dem Moment, wo du treffen würdest, das Kniegelenk schon fast gestreckt hast und dann kannst du motorisch nur nach oben gehen. Das heißt also, das Kniegelenk darf in dem Moment des Treffens nicht gestreckt sein. Ganz wichtiger Fehler. Ja, das ist aber gestreckt bei dir. Ja, ihr müsst da so, deswegen lasse ich ja auch immer die Ellbogen anfassen in der Grundschule mit Partner, damit ihr nicht so weit weg seid, um das Bein zu strecken. Ja, der Unterschenkel bewegt sich doch um das Kniegelenk herum. Guck mal zu. Ja, der Unterschenkel bewegt sich um das Kniegelenk herum. Und am Ende ist das nur noch eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, ihr müsst hier bereits treffen, nicht erst da. Natürlich kann ich das kompensieren, indem ich am Ende der Bewegung so ein bisschen reingehe in die Hüfte. Das ist aber sehr kompliziert und führt letztendlich ja zu einer Schubbewegung, nicht zu einer Kimmelbewegung. Also ihr müsst treffen, bevor das Kniegelenk ganz gestreckt ist. Okay, noch einmal Ausgangsstellung. Gut, wir machen das jetzt folgendermaßen, dass ich sage vor oder zurück. Also ihr tretet so gut wie ihr könnt, ja nicht irgendwie vorsichtig, Wand festhalten oder nicht, ist völlig egal. Also ich sage vor und ihr macht einen Tritt, den ihr vorne absetzt. Ich sage zurück, ihr macht einen Tritt, den ihr hinten absetzt. Also vor und dann mit dem anderen Bein, müsst ihr unter Umständen zurückrutschen. Nee, mit dem anderen Bein dann. Mit dem anderen Bein. Ihr steht ja rechts vorne jetzt. Zurück. Vor. Ja, das sollte der gleiche Tritt sein. Olli, du machst nach hinten, wenn du hinten absetzt, einen sehr schönen Tritt. Wenn du vorne absetzt, ist das Zurückziehen langsamer. Ja, also versuch den gleichen Tritt. Wir machen das jetzt noch etwas anders, ein bisschen schwieriger. Also ich sage treten und dann sage ich vorne oder hinten absetzen. Also treten. Vorne. Bisschen zurückrutschen, falls ihr Platz braucht. Treten. Hinten. Treten. Hinten. 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 Lauter. Ja. Treten. Vorne. Okay. Gut. Entspannen. Letztes Mal. Hören. Zeigt mal mit dem Daumen, ob die anderen mich gut hören. Okay, gut. Also, ihr selber entscheidet. Ihr dürft nicht mehr als dreimal den gleichen Tritt machen. Also ihr tretet, vorne absetzen. Ihr tretet, hinten absetzen. Ihr wechselt den Fuß. Also eine Minute lang. Malgiere rechts und links, jeder nach seinem eigenen Geschwindigkeit, nach dem rechten oder linken Fuß. Oder wichtig ist die Pause am Knie. Also treten, Pause, vorne absetzen. Treten, Pause, hinten absetzen. Fußwechsel und so weiter. Eine Minute lang, fertig, los. Okay, und ein bisschen entspannen. Gut, macht mal so ein bisschen Seitspagat als Vorbereitung für den Mawashigiri. So ein bisschen hier runtergehen, ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Knie und so weiter. Der Teppich lässt mich ausrutschen, ich kann das auch so machen, dass ich hier runtergehe und hier reingehe, weil das ist eine gute Vorbereitung, dass man da locker ist. Weiß die Knie ist kaputt. So. Okay, wir beginnen mit der gleichen Bewegung wie beim Maigiri, nämlich mit Abstützen. Das Wichtigste beim Mawashigiri, nicht das Wichtigste, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr hochzieht, bevor ihr tretet. Also nicht von hier aus Mawashigiri macht, sondern von
hier aus. In meiner Anfängerzeit, ich war ja auch mal irgendwann mal da, haben wir ganz intensiv diese Bewegung geübt, um das hochziehen zu machen. Von hier aus, ja, da kommt dann der Kick in der Bewegung, in dieser Ebene, die ich haben will. Also, Wand festhalten oder frei, völlig egal. Nehmt mal die Hand neben euch und dann mit dem Unterschenkel die Hand berühren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ihr merkt schon, das geht so in die Hüftmuskulatur. Dasselbe auf der anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieder wechseln. Jetzt machen wir zwei Bewegungen. Also eins, die Hand berühren, schnappen, zurückschnappen, hinten absetzen. Eins, zwei, absetzen. Eins, zwei, absetzen. Ich gucke mir das mal an. Und eins, zwei, absetzen. Eins, zwei, absetzen. Wenn ihr da nicht so hochkommt, wie ich das bei einigen sehe, dann ist das, wenn das anatomisch nicht möglich ist, wegen Steifheit oder Muskulatur oder sonst irgendeinem Grunde, dann ist es die Schnappbewegung umso wichtiger. Also nicht, weil ihr tief seid, nicht schnappen, ihr könnt auch in Kniehöhe schnappen. Ja, für Ältere in den Prüfungen ist das wichtig, dass man da diesen Mawashi-Geri auch sieht. Okay, wir machen wieder unsere 1-Minuten-Übung. Das heißt, ihr macht Mawashi-Geri rechts und links mit mehr oder weniger Festhalten in der Pause. Ich stelle mal gerade meine Stoppuhr da ein, dass wir eine Zeit haben. Okay. So, Stoppuhr. Alles klar, 1 Minute rechts, links und Betonung liegt auf Heben und Schnappen. Fertig, los. Noch 20 Sekunden. Noch 10. Vier, drei, zwei, eins, Stopp. Sehr schön. Ein bisschen entspannen und zu mir gucken. Ich zeige ein paar beliebte Fehler. Also im Großen und Ganzen war das ganz gut. Beliebter Fehler ist, eine heben hier schön hoch, aber bevor sie treten, gehen sie wieder runter. Ja, das ist natürlich nicht der Sinn dieses Effektes. Andere kippen sehr stark mit dem Oberkörper zur Seite. Also um diese Mawashi hinzukriegen, gehen sie hier zur Seite. Das wird durch dieses Handhalten an der Wand vermieden. Ihr müsst euch überlegen, die perfekte Bewegung, in Anführungszeichen perfekte Bewegung, die ist gut. Ich kann die durch Festhalten, ich kann die durch Abstützen, ich kann die sonst was machen. Ich übe dann immer die perfekte Bewegung. Ist besser, als wenn ich aus irgendwelchen Gründen eben kippe und überhaupt nicht diese Bewegung machen kann. Also versucht, die perfekte Bewegung zu unterstützen und später dann in eine freie Bewegung mit dem Partner einzugehen. Okay, ein bisschen lockern. Gut, das nächste Thema ist Kion Ippon Kumite. Ich habe extra Kion genommen, weil wir ja auf dem Platz arbeiten. Wichtig ist dabei, dass Angriff, Abwehr und Gegenangriff, das sind die drei Elemente, die immer im Kumite da sind, egal ob Goen Kumite oder später Jiu Ippon Kumite. Wenn der Angriff schwach ist, ist die ganze Kombination ja irgendwie Larifari, schwach. Also, erste Konzentration liegt, dass der Angreifer angreift.
das bringe ich bereits den Weiß- und Gelbboden bei, dass die nicht einfach nur vorwärts gehen, sondern dass die wirklich, ich sage zwar immer, aber muss man ja nicht in der Öffentlichkeit sagen, du musst ihm einen auf die Schnauze hauen. Natürlich sollst du den nicht ins Gesicht hauen, aber du sollst dich bemühen, da wirklich ranzugehen. Ja, also wirklich heranzugehen dabei. Jetzt bricht gerade irgendwie mein System zusammen. Ich hoffe, das ändert euch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr Olli noch seht. Hier irgendwie, ich habe ja zwei Rechner. Also. Hier ist alles gut. Ich sehe dich gut. Du siehst mich, ja? Gut, dann ist das nur hier mein blödes System, was hier ausgestiegen ist. Warte mal. Da ist da. So, jetzt muss es eigentlich wieder gehen. Gut, also ihr seht mich gut. Gut, alles klar. Dann, also wir sind im Kirchenkomitee. Alles, was ich jetzt sage, gilt letztendlich auch für die anderen Komiteeformen. Sie sind nur in einer viel leichteren, verabredeten Form. Also das Erste ist doch die Verbeugung. Macht ihr vor jedem Komitee. Warum verbeugt ihr euch? Um dem anderen zu signalisieren, wir haben Regeln. Ich tue dir nicht absichtlich weh, sondern wir wollen eine verabredete Übung zusammen machen. Also wir beginnen jedes Komitee mit einer Verbeugung. Die Verbeugung heißt, die Füße sind V-förmig, kennt ihr ja. Und ihr solltet ein bisschen innen halten. Also guckt mal her, das ist keine Verbeugung. Ja, das ist Nicken, das ist Gymnastik. Verbeugung heißt, ich habe Verbindung mit ihm aufgenommen. Gehe in meine Grundposition und dann gehe ich in die Komiteeposition, die ich ansage. Also beim Kirchen-Ippon geht der Angreifer vor, um Maß zu nehmen. Der Verteidiger in anderen Formen gehe ich in Kampfstellung. Maß nehmen mit den Armen heißt, durch die Arme stelle ich fest, wie nah ich herangehen muss. Nicht, ich stehe auf Armlänge, weil wenn der ganz klein ist, dann muss ich weiter weg. Wenn der riesig groß ist, dann muss ich ganz nah ran, dann kann ich schon hier stehen. Ziel des Maßnehmens ist es, dass ich ihn erreiche, wenn ich angegriffen habe. Und da ich ihn erreichen würde, wehrt er ab. Wenn ich zu weit weg bleibe, ist uninteressant. Wenn ich bereits hinterm Kopf stehe, ist auch uninteressant. Also ich gehe hin, nehme Maß. Ich nehme Jodan oben Maß, Chu dann hier und Maigir ist ja auch Chu dann also auch hier. Warum? Weil wenn wir in Franken sind, dann kann ich zwischen Jodan und Chodan überhaupt nicht unterscheiden. Deswegen weiß er jetzt, das ist Jodan, das ist Chu dann. Okay, das ist also das Maßnehmen. Dann gehe ich in die Ausgangsstellung. Das ist bereits die erste Technik. Also nicht zurückgehen und sagen, jetzt fange ich gleich an, sondern... Ja, meine erste Technik ist der Genamberei. Technische Sachen zum Genamberei sage ich jetzt nicht, weil es geht ja hier um die, das müsstet ihr wissen. Dann sage ich die Technik an. Jetzt stehe ich bereits im richtigen Abstand. Das heißt, ich mache manchmal die Übung mit Leuten, die da so ein bisschen Probleme haben, mit geschlossenen Augen. Ja, weil ich doch weiß, er geht weg, er wehrt ab. Ich muss Vertrauen haben zu der Technik. Ich kann nicht während der Technik irgendwie da so reingehen. Das sind alles Grundvoraussetzungen, damit wir gleich schön hintereinander üben können. Jodan, Chodan, Maigiri, alles das Gleiche. Immer richtiger Abstand, sodass er durch den Angriff gefährdet würde und dann volle Kanne ausführen. Kionipunkumite, der Verteidiger kann zurückgehen, wie er will. Der kann rechts zurückgehen, der kann auch links zurückgehen. Wichtig ist, nach der Abwehr kommt der Gegenangriff und wird stehen gelassen. Ja, der Gegenangriff soll so stark wie möglich ausgeführt werden, er soll nicht berühren. Ja, immer wieder sagen die Trainer, du musst draufhauen. Nein, ihr könnt euch im Kiemen nicht entwickeln, wenn ihr berührt, weil dann müsst ihr ja irgendwie abbremsen, um dem nicht weh zu tun. Nur ohne Berührung seid ihr stark. Und dann ist euer Sandschien nach vorne, also ich stehe vorne was auf als Verteidiger. Das sind die Grundelemente. Wir machen das jetzt mal, dann kommentiere ich das. Wir haben jetzt ja keinen Partner. So, ich versuche nochmal mein anderes Ding. So, dann gehe ich mal hier raus. Mal sehen, ob ich hier jetzt irgendwie hier reinkomme. Gut, dann gehen wir einfach auf meinen anderen Rechner. Das ist ja gut, wenn man mit zweien arbeitet. Also, das, was ihr nicht aus eurer Imagination rausholen könnt, also, da steht einer vor mir, den greife ich an, wenn ihr keinen Partner habt. Dann wird es schwierig. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, da steht da einer und den greife ich an und nachher, es greift mich einer an. Wir gehen einmal einfach durch die Sache durch. Also, verbeugen.
Ich muss mal gerade fragen, was seht ihr? Weil ich sehe im Moment ja die Galerie. Seht ihr Olli? Seht ihr Olli oder seht ihr nur? Ihr seht Olli, ja? Und mich. Macht mal einer ein Mikrofon auf und sagt mir mal was. Ich sehe deinen Raum da. Und nicht Olli? Nein. Genau, gut. Ich sehe auch deinen Raum und Olli klein oben in der Galerie. Ja. Dann gucke ich mal sehen, ob ich ihn hier hinkriege. In meinem anderen, weil pinnen. So. So, jetzt seht ihr Olli groß? Nein. Dann sehe nur ich Olli groß. Na gut, okay. Also ist egal, wir fangen einfach mal an. Ich versuche dann was zu machen. Also, verbeugen zum Angrüßen. Dann Ausgangsstellung Shizentai. Der Angreifer geht nach vorne, nimmt Maß. Rechts zurück Kamaite. Ansagen Jodan. Und den Rest macht ihr jetzt alleine. Das heißt, ihr greift nach eigener Zeit, nicht auf mein Kommando. Greift ihr an mit Kyai, Warf Sanshin und geht dann zurück, weil der andere ja vorwärts geht. Und Angriff, Hajime. Und geht selbstständig zurück. Okay. Dasselbe machen wir auf der linken Seite. So, warte mal. Da kann ich... Okay. Da muss ich jetzt bei mir machen. Alles klar. Links zurück. Kann man also linker Fuß zurück. Kann man IT. Das gleiche mit rechts. Mach das mal selbstständig. Und angreifen. Gut, jetzt machen wir gleich den Verteidiger. Wir wollen das ja gleich alles hintereinander machen, dass das auch ein bisschen Arbeit ist. Also, ihr werdet Jodan angegriffen. Er nimmt Maß, er geht in die Ausgangsstellung, er sagt an, ihr bereitet euch vor, ja, vorbereiten und wenn ich Kommando gebe, greift er an mit Jodan Ozuki. Ich und Abwehr gegen Angriff. Sanshin waren. Und aufstehen. Dasselbe mit links. Also er greift links an. Ihr könnt trotzdem rechts zurückgehen und abwehren. Ihr könnt auch links zurückgehen. Das ist egal. Also, er hat angesagt, Jodan greift mit links an. Und nie. Und zack. Ja, vielleicht ein bisschen schneller in der Abwehr, weil der kommt ziemlich schnell an. Okay, das macht ihr jetzt bitte jeweils einmal rechts, einmal links alleine. Man muss spüren, wie ihr euch konzentriert. Das merkt man an der Körperhaltung. Dann Abwehr gegen Angriff, aufstehen und dasselbe auf der anderen Seite. Hajime. Gut. Okay, jetzt greifen wir an Shudan. Da das ja eine Übung der Orangegurte zum Grüngurt ist, neige ich dazu, wenig seitliche Ausweichbewegung anzutrainieren. Aber es ist natürlich erlaubt, es ist natürlich möglich. Und in der Oberstufe, wenn ihr das mal macht, könnt ihr natürlich gut zur Seite ausweichen. Also, was ich jetzt von euch möchte, ist, dass ihr mehr seitliche Ausweichbewegungen macht, als wir das normalerweise bei Orangegurten machen. Also, der Gegner, ihr greift, die Angriffsbewegung brauchen wir nicht zu machen. Das ist das Gleiche wie bei Jodan. Also, ihr seid Verteidiger. Der Gegner greift rechts Jodan Ozuki an. Ihr weicht so ein bisschen Richtung 45 Grad aus. Ihr könnt ausweichen mit Sotoruke, ihr könnt auch ausweichen mit Uchiduke und dann eben von 45 Grad mit Gyakusuke herein. Rechts Jodan Angriff, fertig. Und Ich. Ja, noch einmal aufstehen. Olli, ich finde, deine Verteidigung ist zu langsam. Also ihr müsst schneller in die Verteidigung, dann so ein bisschen Spannung halten vor dem Gegenangriff. Also nicht zu schnell den Gegenangriff machen, aber dynamisch. Er greift links an. Was ihr macht, ist egal. Also Sotoduke, Uchiduke, rechts oder links, was ist egal. Er greift links Ozuki Jodan an. Fertig. Hajime. Okay, gut.
guckt mal bei Olli zu. Ich stelle Olli mal eine Aufgabe. Guckt mal zu, die sollt ihr gleich nachmachen. Also, Olli, er greift rechts und er greift links an. Und du sollst einmal Sotoduke und einmal Uchiduke machen. Ja, ohne Kommando, Hajime. Okay, das war das Sotoduke. Jetzt hat er Uchiduke gemacht. Ja, so könnt ihr das also machen. So, alle bis Yame, also 20 Sekunden lang oder sowas. Immer rechts und links, Uchiduke, Sotoduke wechseln, mal auch auf der anderen Seite zurückgehen. Bis Yame. Fertig. Hajime. Noch 5 Sekunden, komm, noch Spannung aufbauen, zack, und rein. Und yummy. Gut, okay, guckt mich mal an. Warte mal, da muss ich mich, glaube ich, hier in den Fokus setzen. Ich werde alles mit dieser Pin-Video hinzufügen. So, jetzt könnt ihr mich sehen. Also, beliebte Fehler. Wenn ihr Abwehr aus der Drehung Yakuzuki macht. Das ist nicht gut. Ihr müsst darauf achten, dass ihr steht und daraus Yakuzuki macht. Einige, zum Beispiel Susanne, haben nach dem Yakuzuki einfach aufgestanden. Nein, ihr müsst natürlich erstmal Kimi halten und dann Sanshin. Also auch bei schneller Ausführung müsst ihr das beinhalten. Das sind die Elemente, auf die man achtet. Also habt ihr einen Fixpunkt in der Abwehr? Habt ihr einen Endpunkt im Gegenangriff? Wart ihr Sanshin, steht ihr auf. Rechts, links, Technik ist alles egal, aber diese Fixpunkte, also stehen, reingehen, aufstehen. Die drei Punkte müssen da sein. Ja, Ulrich zum Beispiel, wenn du aufstehst, hast du keine Spannung. Also machst schön Yakuzuki, dann stehst du auf. Ja, aber das ist nicht Shizentai, Achtung vor dem nächsten Angriff. Ja, also nach dem Aufstehen steht ihr wieder in dieser Form. Wir gehen in den Maigiri. Also, er greift an, rechts Maigiri. Die vorgeschriebene Form, das ist einfach, damit man das übt, ist rechts heraus, dabei ausholen, mit Gedanbarei abwehren. Manche Lehrer zeigen, dass ihr rechts herausgeht und Gedanbarei aber mit dem Gewicht vorne bleibt. Führt aber dazu, dass ihr ja auch das Bein schlagt. Das ist aber nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist, dass ihr dem Maigiri ausweicht. Ihr geht an euch vorbei und von da aus in die Yakuzuki hereingeht. Also, dann links könnte man das Gleiche üben, aber dann wäre es das Gleiche. Links ist ja was anderes, da üben wir den Nagashi-Uke, also rechtes Bein zurück. Nagashi-Uke, ihr seht an meiner Linie, dass ich nicht hier stehe und versuche, ihn hier abzuwehren, sondern dass ich ihn so vorbeilenke, dass ich kaum abwehren muss und damit Yakuzuki hereingehe. Das machen wir mal mit Kommando. Also, Ausgangsstellung zum Angriff Maigiri. Ihr seid der Verteidiger. Okay, also ihr werdet mit rechts angegriffen. Warte mal, ich mache mal Olli etwas größer. Dann kann man, wenn ich mich finde, hier Video beenden. Okay, ja, ist auch egal. Okay. Ach, die Technik. So, jetzt ist Olli groß. Alles klar. So, also, ihr werdet rechts angegriffen, ihr geht nach rechts raus, wir machen es einmal langsam. Also, Angriff geht an Barei 1. Jetzt ist die Hüfte weit raus, ihr seht, wie der Maigiri vorbeigeht und eintauchen 2. Aufstehen. Und jetzt stärker. Fertig, in einem Kommando. Abwehr gegen Angriff, damit ich euch beobachten kann. Und ich. Und noch einmal. Frank, beim Ausholen die Arme nicht so hochheben, weil dann dauert es zu lange, bis du abwehren kannst. 2. Gut. Uli, du kriegst die Hüfte nicht weit genug raus beim Gedanbarei. Wenn ihr die Hüfte nicht weit genug rauskriegt, was ja nicht so schlimm ist bei, wie heißt es, bei den Anfängern, dann müsst ihr euch einfach mehr Zeit lassen. Okay? Und 3. Los, nochmal, 3. Ja, besser.
Und weiter. Ich gucke jedes Mal einen anderen an. Susanne, geh ein bisschen mehr rechts nach links vor die Kamera. Okay. Und 4. Ja, sehr schön. Ich gucke jetzt die Mikulasch-Kinder an. Und noch einmal. Ja, hallo. Und 6 und raus und rein. Komm, ab, ab und. Ja, sehr schön. Okay, ein bisschen lockern. Jetzt machen wir die andere Seite. Warte mal, hier muss ich nicht ja wieder Video starten. So, alles klar. So, also er greift mit links an. Ihr geht mit dem rechten Fuß zurück, steht so ein bisschen halb schräg. Nagashi-uke, Gyakusuki. Einmal langsam. Wer will, kann bei Olli zugucken. Also Angriff 1. Jetzt ist der Arm so davor, dass der Maige vorbeigelenkt wird. Und eintauchen 2. Gyakusuki. Bei Olli habt ihr gesehen, dass er den Fuß ein bisschen ausgesetzt hat beim Gyakusuki. Das ist sinnvoll, weil wenn ich sehr weit rausgehe, komme ich sonst ja gar nicht rein. Muss nicht sein, wenn ihr nicht so weit geht, ist sinnvoll, wenn ihr weit genug zur Seite geht. Yame und noch einmal. Jetzt selber mitmachen. Der Angriff und 1. Nicht mit offener Hand, Susanne, mit Faust. Und 2. Der Gyakusuki. Okay, Ulrich, du hast übertrieben weit den Fuß nach außen gesetzt. So weit bist du nicht ausgewichen. Und nochmal, joi. Wenn ihr Susanne zum Beispiel zu weit ausholt zum Nagashi-uke, dann seid ihr zu spät. Also im Grunde genommen steht der Arm im Shizentai bereits in der Form, mit der er auch ausholt. Wenn ihr da also so 5 bis 10 Zentimeter rausgeht, ist das okay. Aber wenn ihr 20 Zentimeter ausholt, seid ihr zu spät. In einem Kommando. Abwehr, ein bisschen Pause, Gyakusuke einsetzen. Und 1. Und dann aufstehen. 2. Frank, wir sind an für sich mit dem anderen Bein unterwegs. Du willst das auf beiden Seiten machen. Habe ich dich so verstanden? Gut, alles klar. Dann mach das. Okay, und ein letztes Mal in der Form. Und 3. Ja, ich weiß nicht, wer der Orangegurt von dem Mikulasch. Ist das der Levin? Gut, du holst zu weit aus. Dann bist du schon getroffen, genau. Okay, also, wir machen jetzt einmal rechts, einmal links. Also, guckt mal bei Olli zu, Olli Joy. Rechter Angriff Maigiri, nach rechts raus geht der Maigiri. 1. Aufstehen. Linker Angriff. 2. Das ist unsere Übung. Also, joi. Ich sage nur Hajime, ihr macht diese beiden Bewegungen mit eurem eigenen Tempo, mit eurer eigenen Spannung und steht anschließend Shizentai auf und ich kann kommentieren. Fertig, Hajime. Ulrich, dein Nagashi-uke ist zu weit rüber. Also ihr müsst euch, guckt mal, Olli, geh mal gerade zurück mit dem rechten Fuß, ohne Abwehr, nur gerade zurück mit dem rechten Fuß. So, jetzt fangen wir an mit der Abwehrbewegung, mit der linken Hand. Nein, im Stand. So, fängt er an. So, jetzt geht er weiter rüber. Da er gerade zurückgegangen ist, muss er ziemlich weit rüber gehen. Immer weiter. So, jetzt bleibt mal mit dem Arm an der Stelle, setzt aber den hinteren Fuß weiter nach außen. Den hinteren Fuß weiter nach außen, Und jetzt ist die Abwehr zu weit, weil der Körper ist ja weg. Versteht ihr? Also ihr müsst den Abstand, wo der vordere Arm ist, müsst ihr den Bewegung des Körpers anpassen. Also nicht immer so weit, sondern das ist ja überflüssig. Das ist ja schon 20 Zentimeter übers Ziel hinaus. Ja, also wenn ihr zur Seite geht, ist der Vorderarm nicht so weit wie jetzt bei Olli, sondern weniger. Olli, mach mal weniger. So, das reicht. Dann ist es, seht ihr ja, ja, dann geht der Maigiri vorbei. Okay, fertig, alle zusammen. Also wir machen 3-mal diese gesamte Kombination. Also das erste Mal rechts ausweichen, aufstehen, zweite Mal rechts zurück. Und noch einmal, 3-mal diese Zweierkombination. Fertig, Hajime. Schön Kimme behalten.
Habt ihr dreimal gemacht, Mikulasch? Dreimal zwei. Ich war rechts, links, rechts, links, nochmal. Dreimal. Gut. Schön die Spannung halten. Okay, wer fertig ist, steht auf. Dann sehe ich, dass ihr fertig seid. Okay, jetzt kommt eine etwas schwierige. Also, diese ganze Komiteeform, die klappt so gut, wie ihr euch in eurem Geist vorstellen könnt, was da abläuft. Also, wenn ihr da oben keine Spannung habt im Kopf, dann macht ihr, ist die Bewegung auch locker. Wenn ihr da den spürt, den Hauch, den Atem vom Gegner, dann habt ihr auch Kimmel. Also, der Olli macht einmal vor, guckt einmal zu, und zwar einmal das gesamte Komitee. Das heißt also, nur die Abwehr. Angriff brauchen wir nicht zu üben. Also, Olli, Joe dann rechts die Abwehr, Joe dann links die Abwehr, Chu dann rechts, links, Mai rechts, links. Guckt einmal zu. Wie gesagt, es geht nicht um den Ablauf. Wenn ihr den falsch macht, ist es nicht so schlimm, wie wenn ihr keine Spannung habt. Also, Olli macht einmal vor. Hajime. Gut, sehr schön. Beachtet diese Pause nach dem Yakuzuki. Nicht einfach Yakuzuki aufstehen, sondern das war das Sanshin. Das war kurz, aber völlig in Ordnung bei so einem Ablauftechnik. Aber Moment müsst ihr da Sanshin halten. So, letzte Mal alle zusammen, dann ist auch diese Einheit beendet. Also ganz gespannt. Kionepon-Komitee, falls ihr andere Techniken macht, wie Uchiluke oder sonst was, gerne. Aber Ablauf, Spannung aufnehmen. Abwehr, Gegenangriff, Sanshin halten, aufstehen. Rechts, links, Jodan, Chudan und Maigiri. Und wer fertig ist, steht auf. Letzte Mal. Und Hajime. Also wenn ihr das in einer Prüfung macht, egal ob Schwarzgurt oder Orangegurt, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist das, was dabei gilt, also die innere Spannung, dass der Körper eben funktioniert, also die Abwehr nicht irgendwie an der falschen Stelle ist und so weiter. Das ist der Sinn vom Kion-Ippon-Komitee. Okay, das ist beendet. Ihr kriegt jetzt Zeit für euer Tabata. Eine 30 Sekunden einmal einen Schluck trinken, weil es jetzt anstrengend wird. Also 30 Sekunden, einen Schluck trinken. Olli ist schon im Pin. Olli, ich brauche dir nicht Bescheid zu sagen, wann es zu Ende ist. Alles genau, gut. Du hörst einfach auf, wenn du fertig bist. Genau, du hast mich jetzt im Großen, also sozusagen im Fokus gesetzt. Genau, du bist groß und schön. Ich bin groß und schön, ja, wunderbar, genau. Danke. Und wenn Olli dann mit seinem Tabata fertig ist, dann grüßen wir nicht ab, sondern wir grüßen einfach, Olli grüßt im Stand ab. Dann ende ich die Aufzeichnung, dann haben wir 30 Minuten Pause und dann geht es um 17 Uhr weiter. Und wer will, kann gerne versuchen mitzumachen. Und wenn er das, was wir da machen, nicht kann, dann macht er irgendwas anderes. Aber ihr könnt gerne optisch dabei bleiben. Ich übergebe an Olli, es geht los. Us, also, Tabata-Training, ihr kennt das, 20 Sekunden Power, 10 Sekunden Pause, nächste Übung, 8 Sachen machen wir, dann 2 Minuten Pause, zweites Set. Wir bleiben jetzt mal in dem Kontext, den wir heute schon trainiert haben. Erste Übung ist einfach nur, ich mache einmal kurz alle 8 Sachen vor, die wir machen. Ja? Ist einfach ein Zucki im Wechsel. Schön im Wechsel, dynamische Bewegung. Ja? Danach machen wir das gleiche mit Yakuzuki. 1, 2, 3, 4. Locker dynamisch, aber mit Power. Ja? Okay, danach machen wir
geh dann mal rein, Gyakusuki. Aufstehen, geh dann mal rein, Gyakusuki zur anderen Seite. Ja? Also das, was wir gerade im Kiyomi-Tee gemacht haben, aber zu beiden Seiten. Ja? Danach machen wir Nagashiuke Gyakusuki. Auf. Nagashiuke Gyakusuki. Ja, also immer beide Seiten. Okay, dann geben wir den Füßen noch Gelegenheit, was zu tun. Aus Kamai. Vorderes Bein Maigiri, hinteres Bein Maigiri. Ja? 20 Sekunden, tak, tak, tak. Dann Auslagenwechsel. Vorderes Bein, hinteres Bein. Ja? Dann das gleiche mit Mawashigiri. Ja? Also, Mawashigiri, Mawashigiri. Mawashigiri, Mawashigiri. Werdet ihr merken, dass morgen die Muskulatur gut durchbelegt ist. Okay, wir starten. Augenblick. Mal ganz kurz hier alles anmachen. Okay, 10 Sekunden. Wir starten mit Zuki. Los! Noch 5 Sekunden. Okay. Gyakusuki. Am besten jetzt schon mal richtig hinstellen. Und los. Nicht so müde. Geh dann mal rein, Gyakusuki, links und rechts. Sehr gut. Nagashiuke Gyakusuki zu beiden Seiten. Nicht nachlassen. Okay, linkes Bein nach vorne. Vorderes Bein Maigiri, hinteres Bein Maigiri. Flüssiges Arbeiten. Auf geht's. Andere Seite, rechts vorne. Okay, links vor. Mai Mawashigiri, Mawashigiri. Los! Okay, andere Seite. Rechts vorne. Okay, 2 Minuten Pause. Klaus, Kamera machen.
Camille und Christiane, macht ruhig die Kamera an. Uli, du darfst natürlich auch gerne dein Oberteil wieder ausziehen. Moni freut sich schon. Die grinst so bis dahin. Ich habe das vorhin nicht hingekriegt, ohne Kamera einzuschalten. Ja, da gibt's auch so ein Add-in. Wenn du das installierst, dann zeigt das immer ein Sixpack. Immer. Total. Der sieht, wo dein Bauch ist und baut da ein Sixpack hin. Also bei dir wäre es ja eine Abwertung, weil du hast ein Eightpack, aber egal. Spaß. Okay, Leute, noch eine Minute Pause. Ja, und es gibt auch Apps, da kannst du den Haar auf dem Kopf haben. Genau. Ja. Ich werde jetzt demnächst vor allem einen braun gebrannten Bauch haben. Habt ihr eigentlich auch so einen Wind? Wir haben auch so einen Wind, aber nicht so schlimm wie im Osten. Ja, wenn der Olli einen fahren lässt, dann ist Wind im Dojo. Frag mal meine Frau. 30 Sekunden! Jetzt sollen wir alles raushauen. Nichts sparen, ja? Die jungen Küken da, Mikolas, ja, beide Gas geben, ja? Bam! Ja, genau. Haut rein. Okay, wir kommen langsam wieder hoch. Erste Übung ist wieder Olisuki-Wechsel, ja? Noch 5 Sekunden. Nicht sparen jetzt. Gas geben. Und los! Okay, Yakuzuki. Noch 3. Los! Okay. Geh dann da, Yakuzuki zu beiden Seiten. Und aus. Nagashi-Uke, Yakuzuki zu beiden Seiten. Los! Okay, links vorne, Mayashigiri, Maigiri. Okay, links vor. Mai Mawashigiri, Mawashigiri.
Okay, rechts vorne. Los! Bravo, ihr habt mich überstanden. Okay, wir grüßen ab. Gruß, Dankeschön. Bis nachher nach der Pause. Ciao. Tschüss alle, bis später.